Hallo Freunde der Akkugeräte und Werkzeuge. Ich möchte heute den Einhell Herocco wieder mal in Aktion testen und zeigen, wie man ihn eigentlich verwenden kann. Ich habe ihn schon einmal vorgestellt in einem kurzen Beitrag und beim letzten Mal hat sich das so ergeben, dass hier vorne am Bohrfutter ist ein Kunststoffteil, der den Staubeingang sozusagen fernhalten soll. Dieser ist von originalen Wegen her ein bisschen zu kurz gehalten, also zu eng gemacht. Das hat den Meißel in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Dieses Problem habe ich behoben und somit läuft das im Bohrfutter ganz gut momentan. Somit hat er dann auch wieder eine bessere Leistung von der Schlagenergie her. Ich möchte heute versuchen, ein paar Fliesen vom Boden abzustemmen und ein bisschen Korrekturmeißeln. Wir werden jetzt gleich sehen, wie das funktioniert. So, wie man sieht, mit den Fliesen, sie sind nicht besonders fest. Man sieht, der Boden bekommt von unten Feuchtigkeit, deshalb sind die Fliesen leicht zu lösen. Hier auch für einen Herocco gar kein Problem, das macht er mit links. Und ja, soweit Fliesen nicht wirklich ein Problem, es sei denn, sie sind wirklich sehr fest an der Wand. Dann könnte die Schlagenergie ein bisschen weniger sein und also zu wenig sein und man muss das eben austesten. Hier werde ich jetzt probieren, alte Spachtel-Ausgleichsmasse abzuklopfen. Wie man sieht, hat er jetzt einmal kurz abgeschaltet. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Ja, so wie man sieht, erledigt er diese Aufgabe recht mühelos. Somit ist der Einhell Herocco, sage ich einmal, ein gutes Gerät mittlerer Klasse. Man kann so Kleinigkeiten rund ums Haus erledigen, bohren, stemmen, natürlich nur Kleinigkeiten. Bei Beton, Estrich und so weiter wird es schon ein bisschen schwierig mit dem, da ihm einfach in der Natur der Sache natürlich die Leistung fehlt, also die Schlagenergie. Jedoch für Kleinigkeiten funktioniert das wunderbar.